Faris, du gehörst hier auf Big Island in Kona beim Ironman zu den ganz, ganz alten Hasen, kann man sagen. Du warst zuletzt dreimal Zehnter. Was hast du dir für die diesjährige Austragung denn so vorgenommen? Ja, ich weiß, es ist langweilig, weil ich habe es jetzt ja schon jedes Jahr erzählt. Ich versuche wieder in die Top 5 reinzukommen. Letztes Jahr war ich sicherlich physisch stark, mental leider nicht so. Ich habe einfach zu viel Körner in Frankfurt verschossen und war dann einfach nicht mehr dazu bereit, mich zu quälen beim Wettkampf. Dieses Jahr habe ich es in Österreich ein bisschen einfacher gehabt und hoffe mal, dass auch der Geist jetzt mitspielt. Von der Form her bin ich sicherlich mindestens genauso stark wie letztes Jahr. Und naja, jetzt schauen wir mal. Jetzt sagen 70% der Tri2B-User, wir haben Ihnen die Frage gestellt, ob es wieder einen deutschen Sieg gibt. Ein fünfter wäre es ja dann. Wen siehst du da von den Deutschen ganz vorne? Du hast ja bei dir gerade gesagt, Top 5 wäre dein Ziel. Gut, also nach wie vor ist Andy Räder der physisch stärkste Mann. Das war er aber die letzten 2 Jahre auch schon. Ich meine, physisch allein macht es nicht, weil physisch stark sind viele. Aber ich denke natürlich von den Deutschen hat er sicherlich die besten Chancen. Um vorne reinzulaufen in Richtung Podium, wird am Samstag wahrscheinlich ein Marathon so im Bereich von 2,50 oder eher schneller möglich sein. Bei dir ging es ja laufmäßig deutlich aufwärts in diesem Jahr, zum Vergleich zu den Vorjahren. Wo siehst du dich da momentan? Ja, ich bin jedes Jahr wieder besser geworden, nachdem es ja 2008 also extrem schlecht war und ich hier 3:11 gerannt bin. Und ich denke mal, dass ich schon 2:50 rennen könnte, 2:45 sicherlich nicht. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie windig es wird, wie das ganze Rennen sich so ein bisschen entwickelt. Wenn es hart wird, ist sicherlich gut für mich, stehen meine Chancen besser. Je einfacher die Bedingungen sind, umso leichter ist es natürlich in Anführungszeichen für die Läufer, umso wichtiger wird es laufen. Und wenn du dann keine 2:45 läufst, dann ist auch mit Top 3 nichts zu machen. Jetzt hast du gerade die Bedingungen schon angesagt, auch das Teilnehmerfeld oder die Zusammensetzung des Profifeldes. Ein Chris Lieto, der in den letzten Jahren beim Radfahren immer vorne rausgefahren ist, ist dieses Jahr nicht dabei. Wie schätzt du den Rennverlauf deshalb ein? Gut, die Choreografie des Rennens ist eigentlich ziemlich klar und vorgegeben. Uns fehlen dieses Jahr wirklich die Radgranaten, die es auch probieren werden. Es ist vielleicht der ein oder andere dabei, der es theoretisch könnte. Ein Marco Albert zum Beispiel ist ein starker Radfahrer, super Schwimmer. Ein Dirk Bockel könnte sicherlich am Rad auch was bewegen, hält sich aber meistens zurück. Ja, und ansonsten sind die meisten Jungs, die da so dabei sind, eigentlich eher Läufertypen, beziehungsweise Leute, die halt versuchen, Energie zu sparen. Und es wird wahrscheinlich so aussehen wie die letzten Jahre auch. Eine relativ große Gruppe wird zusammen irgendwie aus dem Wasser rauskommen, wird dann gemeinsam Radfahren und dann kommt das 10-kleine-Negerlein-Spielchen. Und ohne dass sich vielleicht jemand so richtig weit absetzen kann. Und dann geht es halt wieder zum Laufen. Einer dieser 10 kleinen Negerlein könnte der Chris McCormack sein, der ja wieder zurück ist von der Kurzdistanz. Ist es für dich zusätzlicher Ansporn, gegen Chris McCormack hier nochmal anzutreten? Ach, für mich stand immer im Vordergrund die eigene Leistung. Dass ich einen Chris nicht mag, das weiß jeder. Da bin ich auch nicht der Einzige. Und, aber das ist nicht der Punkt. Ich mache mein Rennen nicht an einem einzigen Gegner fest. Vor allem wäre die Situation vielleicht anders, wenn ich jetzt ein Sieganwärter wäre und hätte jetzt irgendwie sozusagen 3 Gegner, die ich als große Konkurrenten sehen würde. Aber da ich ja um Platzierungen kämpfe und nicht um einen Sieg höchstwahrscheinlich, ist das eigentlich relativ egal. Dann wünschen wir dir, dass wir heuer von diesem 10. Platz ein paar Ziffern abziehen können und du ja wieder in den Bereich der Top 5 kommst. Danke fürs Interview, Faris, und noch eine gute Vorbereitung in den letzten Tagen. Danke.